Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser nationalen Premiere. Noch nie ist ein Bundesrat in der Schweiz von einem YouTuber interviewt worden. Ich stelle ihm die Fragen, die ihr haben wollt, dass ich sie ihm frage. Herr Bundesrat Schneider-Ammann, es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für das. Kommen wir zur ersten Frage. Sie sind Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsminister. Auf welchem Gebiet können Sie am meisten bewirken und wo würden Sie gerne mehr bewirken, als das momentan der Fall ist? Wir würden natürlich gerne überall mehr bewirken. Wir leben von der Innovation. Wenn wir innovativ sind, sind wir wettbewerbsfähig. Wenn wir wettbewerbsfähig sind, sind wir beschäftigt. Ich komme aus der Wirtschaft und in der Wirtschaft habe ich gelernt, was es für Rahmenbedingungen braucht, damit die Wirtschaft möglichst gut in den Märkten steht, damit die Wirtschaft möglichst gesicherte Arbeitsplätze abgibt. Also ich konzentriere mich schon vor allem auch mit der Erfahrung, die ich aus der Industrie habe, auf die Sicherung der Arbeitsplätze und damit auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Also doch vermehrt Richtung Wirtschaft. Und es ist auch auffällig, dass das Amt besonders oft von FDPler begleitet wird. An was liegt das? Sind da FDPler einfach besonders geeignet dafür? Ich glaube nicht, dass es in erster Linie etwas zu tun hat mit der Partei, aber es hat etwas zu tun mit der Gesinnung, die heisst, wir wollen unternehmerisch unterwegs sein, wir wollen den Unternehmer Freiräume lassen, wir wollen den Unternehmer Möglichkeit bieten, dass sie sich entwickeln können, dass sie suchen können, dass sie Risiken eingehen können, für Chancen zu eröffnen. Und das braucht alles eine liberale Grundhaltung. Und eine liberale Grundhaltung heisst, man lässt das Arbeitsgesetz möglichst offen. Man gibt die Möglichkeit, dass man einstellen kann und wenn es nötig ist, halt auch umstrukturieren können. Je offener das Arbeitsgesetz, umso grösser die Einladung, hier zu investieren, umso grösser die Differenz. Wir haben 3% Arbeitslosigkeit, im westlichen Nachbarland haben sie 10-fache. Und das macht den Unterschied. Das bringt mich gerade auf eine Frage, die ich an sich ein bisschen später stellen wollte, aber Sie haben mir da so schön die Einleitung gegeben. An der Jugendsession, wo ich auch dabei war, haben Sie eine Einleitungsrede gehalten und Sie haben gesagt, der französische Präsident Hollande war auf Staatsbesuch gewesen. Und Sie haben ihm von der schweizerischen Arbeitslosenquote von 3% erzählt und er hat Ihnen geantwortet, «Arrête, je deviens dépressif». Also bitte hören Sie auf, ich werde noch depressiv. Muss man jetzt sagen, die 3% sind verglichen mit anderen Ländern ein sensationeller Stand? Oder müsste man sagen, jedes Prozent ist immer noch eins zu viel? Jedes Prozent ist selbstverständlich eins zu viel. Aber 3% ist quasi Vollbeschäftigung. Ich habe Herrn Hollande, als er da war, gesagt, ich habe meine französischen Unternehmungen, die ich der Ammann-Gruppe hatte, «d'une manière suisse» geführt. Und dann wollte er wissen, was ist das? Und meine Antwort war, «le partenariat social», die Sozialpartnerschaft. Man redet miteinander, man sucht miteinander Lösungen und auf diesem Weg kann man die Vereinbarung vor das Gesetz stellen und je weniger Gesetz, umso mehr Vereinbarung, umso besser funktionieren die Firmen. Und dann hat er mir gesagt, «j'ai bien compris, arrête, sinon je deviens dépressif». Aber er hat in dem Fall nichts geändert an seiner Politik, auf das Statement an. Das kann man natürlich nicht erwarten, aber ich glaube, er hat sehr gut hergelost und seine Minister haben insbesondere sehr gut hergelost. Und es sind auch in Europa mittlerweile Bemühungen unterwegs, wo die Arbeitsmärkte geöffnet werden, sodass Flexibilität reinkommt, sodass man Strukturanpassungen machen kann, sowohl im Aufbau wie im Rückbau, wenn es nötig ist, damit man den Markt folgen kann. Und das muss letztlich drinnen enden, dass die europäischen Märkte konkurrenzfähiger werden, dass die europäischen Märkte auf diesem Weg mithelfen können, die Beschäftigung auf dem Kontinent zu verbessern. Weil wir sind mit 30% Jugendarbeitslosigkeit in einer sehr ungünstigen Situation aus Europa. Und wir kämpfen gegen die Wettbewerber aus dem Fernen Osten, aus Amerika. Also es muss etwas gehen. Die Europäische Union ist dran, ihre Hausaufgaben zu machen. Bleiben wir gerade beim Stichwort Markt. Die Schweiz ist ein Land, wo mangels Alternativen vor allem auf den tertiären Sektor setzt, also vor allem auf den Dienstleistungssektor. Und ist die Wirtschaftsverlagerung ins Internet, wie wir sie jetzt zunehmend antreffen, da nicht gewissermaßen eine Gefahr für die Schweizer Wirtschaft? Wir müssen mit der Zeit gehen und die Technologie ändert sich, die Technologie entwickelt sich. Alle drei Bereiche, sogar die Landwirtschaft, wird von dieser neuen Entwicklung erfasst. Und je früher dass man mitgeht, je progressiver dass man die Instrumente, die neuen Instrumente braucht, umso früher ist man dran, umso besser ist man dran, umso wettbewerblicher ist man und damit ist man umso beschäftigter. Also für mich ist das keine Gefahr, sondern für mich ist das vor allem eine Chance.
Das heisst, einfach früh auf den Zug springen und das macht es dann aus. Ja, früh auf den Zug springen oder sogar den Zug selber wollen sein, die Lok wollen sein, voraus wollen gehen. Wir sind das innovativste Land global. Und wenn wir seit vielen Jahren auf dem Platz 1 sind von den Innovation Rankings, wie das so schön heisst, dann ist es eine gewaltige Herausforderung, da oben zu bleiben. Und wenn man da oben bleiben auf dem ersten Rang, dann muss man ein paar Sachen wagen. Hier frühest möglich dabei sein, ist uns sehr wohl anstehend. Okay, gerade etwas gelernt. Sie haben vorhin das Stichwort Landwirtschaft erwähnt. Was hier von Bahnen Zuschauern gefragt worden ist, wieso wird Landwirtschaft so stark subventioniert, obwohl man das Geld vielleicht langfristig für Bildung sinnvoller investieren könnte? Die Landwirtschaft, der erste Sektor, ist ein zentral wichtiger Sektor. Wir wollen eine Eigenversorgungsquote haben in der Grössenordnung von 55%, 60%. Das haben wir herkömmlich immer erreicht. Dafür brauchen wir die Landwirtschaft. Dafür brauchen wir eine sehr effiziente Landwirtschaft. Und die Mittel, die in die Landwirtschaft fließen, sind Entschädigungen für erbrachte Leistungen. Das ist also nicht eine Subventionierung, sondern eine Leistungsentschädigung. Selbstverständlich könnten wir die Mittel auch in der Bildung brauchen und das eine gegen das andere ausspielen wäre falsch. Wir haben in der Bildung auch sehr viel Mittel, die wir investieren können. Wir machen das, glaube ich, die Bereiche miteinander verglichen und die Bereiche miteinander vorwärts befördert, gar nicht so ungeschickt. Es braucht beide. Und danke vielmals. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Politik ist auch Kommunikation. Wie würden Sie junge Leute mehr für Politik interessieren? Und in diesem Zusammenhang, wie sind Sie politisiert worden? Ich bin politisiert worden, wenn man das so sagen will, indem ich als Unternehmer tätig war. Und als Unternehmer habe ich realisiert, dass nicht nur in der Schweiz, sondern in vielen Ländern in Europa der unternehmerische Spielraum je länger, je mehr eingeschränkt wird. Dass man je länger, je mehr mit Vorschriften hat, zu kämpfen bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt musst du mithelfen, damit Parlamentarier, Politiker realisieren, was in der realen Wirtschaftswelt richtig ist, nötig ist. Du musst mir das erzählen und so bin ich in die Politik eingestiegen. Junge Leute müssen wissen, dass Politik immer gemacht wird. Entweder macht man sie mit oder sie wird mit einem gemacht. Und den jungen Leuten ein ganz praktisches Beispiel beibringen, was es bedeutet, wenn man Einfluss nehmen kann, wenn man Verantwortung übernehmen kann, wenn man mitgestalten kann. Das, denke ich, ist eine ganz besondere Herausforderung und die pflegen wir ganz sorgfältig. Pflegen. Und ich bin glücklich, euch hier heute vis-à-vis zu haben, als Interviewer vor mir zu haben. Weil das ist der beste Beweis, dass junge Menschen sich der Politik annehmen, dass sie sich für die Politik interessieren und mithelfen, Gleichaltrigen, Jugendlichen auf das Boot aufzubringen. Wir können unser Land selber gestalten. Das ist ein riesiges Privileg. Und wenn es die nächste Generation auch macht, umso besser. Herr Schneider-Ammann, ich danke Ihnen vielmals und betone nochmal, dass es eine ganz grosse Ehre war, für uns ein Bundesrat interviewen zu dürfen. Dankeschön vielmals. Danke euch und alles Gute.